Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia mit eurem Wolfi. Ja, wir sind hier an den Teil stehen geblieben. In letzter Zeit kommt Deponia sehr unregelmäßig, weil ich einfach nicht zum Aufnehmen davon kam. Gestern haben wir dann noch schön 7 Runden Terraria aufgenommen, der Shoei und ich. Und mein Mikrofon wurde nicht mit aufgenommen. Also haben wir jetzt 7 Folgen, während Shoei Selbstgespräche macht. Auch super, super Folge. Ich weiß gar nicht, wo wir hier stehen geblieben sind. Ich gucke gerade, was wir so im Inventar haben. Polierten Spiegel, Skelettbein, Signallampe. Ein binosalen Stromumkehrer-Ding hat doch jeder zu Hause. Und ein dorsalen Stromumkehrer sowieso. Und eine Minenlampe. Minenbike-Lampe. Das ist das Menü. Das war einmal zu weit. Hallo, Schrotthaufen. Ich glaube, dich haben wir schon durchsucht. Viadukt. Gehen wir zum Viadukt. Der ist der Dock. Warum ist die Schranke unten? Eins steht fest, das ist nicht der Schlüssel zur Unsterblichkeit. Ja, danke, Rufus. Aber warum ist er unten? Egal. Ein Bein reicht mir. Oh, ein zwei mit zwei Beinen können wir besser. Das Schlüssel des Gleichsarbeiters. Können wir da vielleicht... Nein, passt nicht. Und wieder bin ich dem Geheimnis des seltsamen Schlüssels einen Schritt näher gekommen. Ja, das stimmt. Kannst du nicht vielleicht... Nicht, solange ich noch zwei eigene, gesunde Beine habe. Gut. Vielleicht davor treten oder so, dachte ich. Man sollte nie betrunken mein Bike fahren. Wegen des Tunnelblicks und so. Stimmt. Andererseits gibt es ja hier auch viele Tunnel. Ja, dann kannst du doch besoffen fahren. Gucken wir, vielleicht kriegen wir den Schnaps ja doch noch. Und was wird das jetzt? Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Also lass das bitte sein. Deswegen doch. Hallo, Doc. Was? Oh, hallo. Ja, ich hätte da mal eine Frage. Ich habe da noch mehr interessante Herausforderungen, du. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Na egal. Jetzt weiß ich nicht auch alleine. Ich glaube, das hatten wir alle schon durchgeklickt. Sehr gut. Selbst dir. Ja, ja, bla, bla, bla. Ich muss... Was haben wir hier? Da haben wir noch eine Mine. Signal, Leuchtlampensockel. Welche Lampe war da drin? Ich glaube, die nicht. Packen wir die mal rein. Autsch, heiß! Also ich wollte es eigentlich zumachen, aber egal. Können wir da nicht vielleicht, weil da so schön dahin... Skelett, könntest du das halten? Nicht fallen lassen, okay? Der Rahmen ist schäbig, aber ich mag das Motiv. Okay, könntest du dann zur Außenkurve? Hilft das vielleicht? Junge, Junge, ist das dunkel. Nein, zum er hängt Glück zu tief. Beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von... Au! Hier ist eine... Ha. Okay. Die Blöde. Wie haben wir die denn runtergekriegt? Mit den Hebel da oben? Rufus, beweg dich! Drück den Hebel, das geht die Menschheit. Genau. Auf jeden Fall geht das Licht um aus. Ja, aber dann ist auch gleichzeitig das Licht aus. Oh nein. Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpel. Signallampe ist aber auch rot. Alle Signale stehen auf los. Warum bin ich überhaupt noch hier? Ja, weil wir nicht gerade nicht weiterkommen. Wir können nach unten, wir können die Lampe, wir haben Hebel. Ja, ich sollte vielleicht die Leertaste nicht so oft benutzen, aber ich darf doch. Bist du vielleicht der Schlüssel dafür? Hey, cool. Ein Achtkantschlüssel. Ist da noch was drin? Das ist ein Knopf, okay. Cooler Knopf. Sieht eher aus wie eine Schraube, aber... Los, Rufus, wir müssen weiter. Schneller, schneller, Rufus. Wir haben einen Achtkantschlüssel. Kriegst du da mit die Wartungsklappe auf? Bitte. Hey. Was haben wir denn da? Eine Sicherung. Wow. Wenn wir jetzt den Hebel drücken und der keine Verbindung mehr hat, müsste doch... Rufus, schneller. Heute noch.
müsste doch eventuell... Wieso geht es immer noch runter? Ich meine... Er hat angefangen. Okay. Nicht solange ich noch zwei... Ja. Scherben bringen Glück, aber ich brauche kein Glück. Ich habe Sachverstand. Ah, ich habe eine Idee. Wir haben ja noch einen Binosalen-Stromumkehrer und einen Dorsalen. Einfach einen reinstecken, gucken, was passiert. Mal gucken. Wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze, verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Exzellent. Ja, weil jetzt müsste das Licht ja von der Lampe aus auf den Spiegel fallen und wieder zurück in unseren Schacht hoffentlich. Ha, das grelle Licht stabilisiert die Schallwellen. Ich kann im Dunkeln sehen. Autsch. Oder auch nicht. Was haben wir denn da noch? Hey, eine Flasche. Da ist ja noch was drin. Die ist ja praktisch noch halb voll. Komischer Vogel. Doch nur ein Käfer. Der Weichenhebel. Abmontiert und weggeworfen. Es war wohl der letzte Wille des Gleisarbeiters, dass das Mein Bike nie wieder fährt. Tja, da hat er seine Rechnung ohne mich gemacht. Mit dir kann man nicht rechnen, Rufus. Das wäre verschwendete Zeit. Denn du bist unvorhersehbar. So, dann gehen wir schnell darüber. Denn jetzt haben wir so einen schönen Weichnebel. Der kommt erstmal da rein. Ja, Rufus, beweg dich. Danke. Wir gehen jetzt schon mal zur Kurve. Da haben wir noch ein paar Sachen, aber nichts. Was. Mhm. Und ja, die Sicherung kann doch... Ja, geh zum Kran. Mein Gott, Rufus, du bist schwer vom Begriff. Denn der Kran möchte seine Sicherung, eine Sicherung haben. Ja, kannst du das zumachen? Ein Bauteil der... Oh. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Jetzt nur noch Goal in das Mein Bike hieven und... Wham! Wo ist das Mein Bike? Mist. Ich wusste, ich hab was vergessen. Ja, aber wir wissen, der Kran funktioniert. Ich dachte, vielleicht bräuchte ich noch einen Schlüssel dafür, aber nein. Warum auch? So, dann gehen wir zurück. Gehen hier hoch, denn da ist das Mein Bike. Gehen nochmal runter. Denn wir haben da noch was. Ohne Mein Bike passiert da nichts. Achso, okay. Ich dachte, ich kann die Strecke schon mal umstellen. Hallo, Mein Bike. Ja. Einer mit dir. Und gib Gas, Rufus. Absteigen. Und dann mal einmal den Hebel ziehen. Coolio. Dann ist er jetzt auf einer anderen Strecke. Und dann können wir doch bestimmt da hinten hinfahren. Gehst du mal zum Kran? Wir haben da eine sehr schwere... Das wird ein Kinderspiel. Last. Ready? Go! Dieb! 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 Mist! Ach, verdammt! Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Ach, am besten frage ich ihn mal. Wir haben doch eine leere Flasche, ist langweilig. Nach oben? Achso. Doc, wir brauchen deine Hilfe. Wie bist du so ultralässig? Doc, hilf uns, bitte. Bitte, wir brauchen das da. Ich wette mit euch. Hallo! Hm? Was? Oh, hallo! Ich hab doch mal so noch mehr interessante Herausforderungen. Ja, immer her damit. Ich bin zu unruhig. Ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen.
Unrast ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja, probier's einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte, ich mach's dir vor. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Herrlich. Jetzt noch ein kleines Schlückchen Schnaps und... Rufus, weißt du zufällig, wo mein Flachmann abgeblieben ist? Nanu, eben stand er doch noch da. Ja, und jetzt guckt er da aus deinem Mantelsaum. Wie ist er denn da hingekommen? Das weiß ich leider nicht. Also entweder hast du ihn eingesteckt... Oder wir haben es hier mit Wurmlöchern zu tun. Hey, ich habe keine Wurmlöcher. Ich gehe mehrmals pro Woche zum Arzt. Hallo. Hm? Ja, genau. Bla bla bla. Ich hab da noch eine Herausforderung. Leg ein etwa. In etwa so. Zeig uns das doch nochmal. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Lass ihn einfach auf dich wirken. Okay. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Horizont. Gut so. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann... Schließlich, ich bin ja schon ganz vertranced. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Okay. Bis zum Horizont, Tetanus, glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Ach was, Rufus, willst du dir nicht vielleicht den Himmel angucken? Geh mal rein. Ist der Himmel hier vielleicht schöner? Bis zum Horizont, es wird Zeit. Ich habe Docs Fusel, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. Ah, toller Jahrgang! Gut. Bis zum Horizont. Dadurch hat er noch keine ruhigen Hände. Kann er das vielleicht hier machen? Bis zum Horizont. Nein. Da auch nicht. Hätte ja sein können. Bis zum Horizont, Tetanus, es wird's. Ja, dann schau dir doch... Ufos, du sollst meditieren. Die beiden sind nicht kompatibel. Weder praktisch noch konzeptionell. Wieso so ein... Ich meine, wenn man ein Skelettbein hat, das ist ein Achtkantschlüssel, ist doch geil. Die beiden sind nicht... Weder... Die beiden sind... Ah, ist ja gut. So, ich mag einfach keine Scherben. Ich habe Docs Fusel, die Quelle seiner Ruhe. Sagst du immer noch dasselbe? Wie können wir meditieren? Nein, das ist das Menü. Doc, wir haben ein Problem, wir können uns einfach Hallo. Nicht mehr meditieren. Hm? Was? Oh. Ja, ich habe da noch so eine Herausforderung. Etwa. Such dir einen Punkt am Horizont. Ich hab was ist Idee. Denn los? Du fixierst ja gar nicht. Wieso hör ich doch bis hier hinten? Egal. Wir sollen ein Bein hinterm Kopf legen, damit wir meditieren können. Also, wir haben da so ein Bein. Ein Skelettbein. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Bein hinterm Kopf? Check.
Horizont fixieren, check. Und los. Ich bin Was sind wir denn? Ein Molup? Ein Mumpi? Ein Mujui? Ein Mumeo? Also ich bin für einen Mumpi. Oder Molup? Ein Molup oder Mumpi? Mumpi. Ich will Mumpi. Und nun? Hilf Mumpi. Ich glaube, es funktioniert. Zumindest meine Zunge ist vom Gang holen. Auf dich! Ja. Toller Jahrgang! Versuchen wir es, Rufus. Und. Yes! Rufus, 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 yeah! Unser Rufus ist ein bisschen bekloppt. Aber so kennen wir ihn doch. So lieben wir ihn doch. Oder Leute, ohne ihn wäre das Spiel halb so langweilig. Wäre es nicht toll. So, aber wie es weitergeht, wir haben Gold schon jetzt endlich auf unserer Minecart und wir könnten eigentlich weiterfahren. Aber wie es weitergeht, das erfahren wir erst in der nächsten Folge, denn die Zeit ist um. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, dann wenn ihr die Folge guckt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.